Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, wie wir eine Klasse deklarieren können in einer Header-Datei und dann die entsprechenden Methoden tatsächlich implementieren in einer Source-Datei. Und wir werden jetzt diese Klasse natürlich auch mal nutzen. Und wir haben bloß Instanzmethoden, deswegen müssen wir diese natürlich instanziieren. Und dann gucken wir uns mal die verschiedenen Möglichkeiten an, die wir jetzt in C++ haben. Ich habe ja schon in vorherigen Videos erwähnt, dass wir eben jetzt selbst entscheiden können, ob Objekte auf dem Stack oder im Heap landen. Und wir fangen erstmal an mit der Möglichkeit, dass wir eben Objekte ganz normal, wie wir es aus C# gewohnt sind, auf dem Heap mit new erstellen. Und dazu muss ich natürlich den Header, den wir hier vorher definiert haben, hier in unsere Program CPP einbinden, damit ich auf die Klassendeklaration eben zugreifen kann. So, und dann fangen wir mal an, wie das Ganze aussieht. Was wir hier sehen ist, wir erzeugen mit new person eben ein neues Objekt auf dem Heap von dieser Personenklasse. Und wie wir gewohnt sind, geben wir hier die Parameter für den Konstruktor an. So wie wir es eigentlich aus C# gewohnt sind. Der Unterschied ist jetzt natürlich, der New-Operator, der sorgt dafür, dass wir jetzt hier eben eine Adresse zurückbekommen. Und Adressen speichern wir uns natürlich in Pointer-Variablen. Das heißt, Person1 ist ein Pointer. Nicht Zieger, das war schlecht. Hätte gerne einen Zeiger. Genau, also der erste Unterschied für C++ ist schon mal, wenn wir den New-Operator einsetzen, bekommen wir immer einen Zeiger zurück. Keine Referenz, immer einen Zeiger. Und dann gehen wir weiter. Wir haben ja auch gesagt, wir können jetzt Personen auf dem Stack erzeugen. Und dazu müssen wir eben diese Syntax nutzen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das jetzt hier bedeutet. Wir haben jetzt hier eben die Person 2 auf dem Stack erstellt. Und die Syntax dazu schaut wie folgt aus. Ich markiere das mal und ich hoffe, man kann es ungefähr nachvollziehen. Das hier ist natürlich wie gewohnt die Variablendefinition. Also wir haben bitte eine Variable. Die ist jetzt aber nicht vom Typ Person Stern wie hier oben, sondern tatsächlich eine Person. Und das hier hinten, man sieht, das überlappt sich mehr oder weniger, das ist jetzt tatsächlich der Konstruktoraufruf. Aber der Konstruktor wird eben jetzt auf einem Speicherbereich, der auf dem Stack liegt, angewandt. Ja, also diese Variable wird natürlich auf dem Stack allokiert, ist jetzt aber genau so groß, dass wir alle Felder reinbekommen. Vorname, Nachname, Alter und so weiter. Und das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir hier eben in diese Syntax-Kombination, nenne ich es immer, jetzt eben ein Personenobjekt auf dem Stack haben. Was wir dann natürlich machen können, ist, dass wir mal den Namen ausgeben, jeweils dieser beiden Personen. Und wenn es sich um Zeiger handelt, müssen wir natürlich den File-Operator wie aus C bekannt anwenden, um auf die Member des Objekts zugreifen. Also wir dereferenzieren den Zeiger und machen dann den Punktaufruf. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Das ist nichts anderes als diese Syntax hier. Wir dereferenzieren erst den Zeiger. Das muss innerhalb dieser Klammern geschehen, weil der Punktoperator eine höhere Bindung hat als der Sternoperator, der Dereferenzierungsoperator hier. Und deswegen müssen wir eben durch diese Klammern dafür sorgen, dass dieser Zeiger erst dereferenziert wird.
damit wir dann tatsächlich auf den Speicherbereich den Punktoperator anwenden können, um auf die einzelnen Methoden zuzugreifen. Und das in kurz ist ganz einfach der Pfeiloperator. Das sollte Ihnen aber eigentlich meines Erachtens aus C bekannt sein. Und da wir es hier eben nicht mit einem Pointer zu tun haben, bei Person 2 brauche ich natürlich auch keinen Pointer dereferenzieren und nutze hier einfach getName. Und schon sind wir hier fertig. Und eine wichtige Sache habe ich natürlich noch vergessen. Wir haben hier mit newPerson ein Objekt auf dem Heap erstellt. Und wir laufen auf nativen Code. Wir haben keinen Garbage Collector, der dafür verantwortlich ist, unsere Objekte aufzuräumen. Das heißt für uns, wir werden eben dafür verantwortlich sein, dass wir das Objekt, was hinter Person 1 steckt, wieder löschen. Ja, ganz wichtig. Niemals vergessen, wenn wir Objekte auf dem Heap erzeugen, dann müssen wir irgendwann, das war ein schlechtes, dafür sorgen, dass wir eben diese Personen wieder löschen. Ich habe es in einem vorherigen Video schon erwähnt und ich werde es Ihnen noch öfter um die Ohren werfen, damit Sie es so in sich einprägen, dass Sie es hoffentlich nie vergessen. Wenn Sie Pointer nutzen, müssen Sie die entsprechenden Elemente löschen. Ganz einfach. Und dann können wir uns jetzt mal anschauen, wie dieser Code funktioniert. Natürlich wird hier nichts Besonderes passieren. Wir können aber trotzdem einmal durchdebuggen. Wir haben hier noch einen Fehler. Ich nehme mal hier diesen. Ja, das ist natürlich Blödsinn, was ich hier mache. Das ist natürlich eine Funktion, die hier aufgerufen wird. So, jetzt aber. Gut. Und wir können jetzt eben anfangen, dass wir hier mal durchdebuggen. Wir können hier eben eine Person 1 erstellen, die ist auf dem Heap. Wir haben Person 2, die ist direkt auf dem Stack. Wir holen uns jeweils den Namen und geben den auf der Konsole aus. Das heißt, wir sehen jetzt hier tatsächlich eben Walter White und Jesse Pinkman. Und dann möchten wir eben, dass der User bitte einmal Enter drückt und danach wird eben Person 1 noch gelöscht und der entsprechende Pointer auf Null gesetzt. Ja, und wenn wir eben nach dieser Initialisierung dastehen, dann sieht unser Speicherbild letztendlich so aus. Das heißt, wir haben eben natürlich die Infos von Main hier auf dem Stack. Danach kommt eine Person 1, das ist eben ein Pointer. Und der referenziert eben hier dieses Objekt auf dem Heap, was wir mit new instanziert haben und mit den entsprechenden Werten ausgestattet haben. Bitte beachten Sie auch, dass ich hier für diese Strings keine zusätzlichen Objekte im Speicher habe. Wir wissen zwar nicht, wie das die String-Klasse intern macht, aber prinzipiell sind diese Felder in der Klasse, schauen wir uns nochmal kurz an, diese sind keine Pointer oder Referenzen, die eben auf andere Objekte zeigen. Das heißt, letztendlich wird dieser String erstmal mit in dieses Feld direkt inkorporiert. Wie die String-Klasse das intern macht, sie wird wahrscheinlich auf den Heap auslagern, aber das ist für uns erstmal nicht ersichtlich. Und Person 2 haben wir eben hier direkt auf dem Stack erstellt. Dazu gibt es kein Pendant in Heap. Und wir sehen jetzt hier eben, dass Person 2 genau so groß ist, dass eben sämtliche Felder, die zu diesem Objekt gehören, direkt hier auf dem Stack mit allokiert werden. Ja, also letztendlich ist eben dieser Speicherabschnitt auf dem Stack genauso groß, dass eine Person eben reinpasst. Und wir haben eben Vorname, Nachname und Alter da drin stehen, direkt und nicht eben als Objekt auf dem Heap. Und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!